Hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Heldenhaft. Der Kanal, der ist ja nur mit Radabenteuern beschäftigt und neuerdings mit dem Hund. Dazu auch gleich ein bisschen mehr. 94 Filme und gute 40 Stunden Watchtime der ganzen Videos über mein Fahrradabenteuer. 5127 Kilometer rund um die Ostsee herum. Heute der letzte Teil. Was für eine Geschichte. Ich habe euch nicht gelangweilt, hoffentlich, mit den Filmen, sondern eher ein bisschen Spaß bereitet. Aber irgendwann ist halt einmal alles vorbei. Deshalb hört es aber nicht auf mit den Videos hier auf dem Kanal. Ich hatte ja schon mal gesagt, der Kanal Heldenhaft ist in der Pubertät. Deshalb hier ein bisschen Aufklärung, falls in der letzten Zeit irgendjemand so ein bisschen konfusioniert sein sollte, wegen der wechselnden Themen. Das ist wirklich nur ein Übergang. Also, heute der letzte Film über die Rundradreise um die Ostsee. Und danach gibt es nochmal, ja, einen Film über die gescheiterte Iranreise. Und daraufhin geht es dann endlich los mit den Radtour-Videos mit meinem Hund Conny, der hier hoffentlich gleich mal auftaucht, aber ist furchtbar warm und Hunden gefällt die Wärme nicht so. Dazwischen immer noch so ein paar Shorts mit, ja, wo ich den Hund vorstelle, ne, damit ihr euch ein bisschen auch an den gewöhnen kann. Denn ich werde in Zukunft nur noch Radabenteuer mit dem Hund machen. Der eine steht ja noch ins Haus. Das wird dann eine Tour von Moers am Niederrhein bis nach Renesse in Holland und zurück. Da werde ich so ungefähr 10 Tage unterwegs sein. Wir wollen ja auch ein bisschen da bleiben. Also 2 Tage schön am Meer genießen. Deshalb die große Bitte, die immer meine Radabenteuer gesehen haben und plötzlich da den Hund sehen, bitte nicht den Kanal deabonnieren. Das springt ja hin und her, wenn auch wachsend, aber springt hin und her. 5 neue dazu, 3 weg. 5 neue dazu, 3 weg. Ne? Und wenn ich dann die Hundefilme bringe, wie gesagt, nicht wegspringen, wenn dann eben nicht nur Fahrradtour ist. Habe ich das jetzt gut erklärt? Bin mir gar nicht so sicher. Wie gesagt, in Zukunft Filme mit Hund. Ja, wer den liebt und plötzlich dann noch die Filme sieht, wo ich alleine unterwegs bin mit dem Rad, bitte auch nicht deabonnieren. In Zukunft noch einmal nur noch Filme mit Conny, meinem Hund, und mir. Und Conny zeige ich euch jetzt gleich mal. Und dann habt viel Spaß weiterhin und bleibt mir treu. In dem Sinne, ciao, euer Helge. Jetzt mein Hündlein, ne? Ja, das ist mein Conny, ja. Und der freut sich, dass ich den jetzt ein bisschen streicheln darf. Und der wird dann unser YouTube-Star, ne? Denn der ist dann nämlich auf allen Fahrradtouren mit dabei. Und er wird seine hellste Freude haben. Ne, Conny? Ja. Wenn das der Panoramaweg ist, ne? Da frage ich mich, wo bleibt der Panorama? Boah, Leute, es geht immer noch hoch. Da geht's. Auf das Travemünde, ne? Ja, ist doch nochmal schick hier, oder? Leute, ich bin da. Leute, ich bin da. Leute, ich bin da. Lübeck. Fußgänger laufen, wie die wollen. Fahrradweg, egal, quer drüber, die gucken nicht, nix. Die laufen einfach. Oh Gott, der Nächste. Oh je. Yeah. Nein, 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 nein. Hier beginnt Hansstadt Lübeck, Stadtteil Travemünde. Hier schon? Und wo ist jetzt die DDR-Grenze? Oder ist die jetzt sogar, wo ich jetzt gerade bin? Würde mich nicht wundern. Seltsam. Oh, guckt euch das an hier, die Wassermassen, Leute. Das ist doch nicht normal. Da muss wohl gerade eine Fähre gekommen sein, weil mir ganz viele Autos entgegenkommen. Aber hübsche Ecke hier. Aber wo ist die Staatsgrenze? Guckt euch die Wassermassen an, guckt es euch an, was das hier geflaut hat. Ja, danke schön, am letzten Tag. So, weil ich jetzt nicht weiß, ob Travemünde eine Stadt in der DDR war oder BRD. Wo ist die Fähre denn, ey? Mann. Ja, also wohl doch Fährhafen jetzt. Mein Gott, ich hab gedacht, die kommt gar nicht mehr, ey, die Fähre, ey. Was ist denn hier los, ey? Da ja, bestimmt einige gekommen, dass wir nicht so viele Autos hier fahren. Na, kein Platz. Ja, sieht nach Fährhafen aus. Endlich. Wow. Leck mich am Arsch. Travemünde, wa? Herrlich. Herrlich, 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 herrlich. Wow.
Hammer. Wow, was für eine City. Hier meine Fähre, ich hoffe. Jo, hauen wir mal rauf, ne? Ja? Ja. Ja, DDR. BRD. Kartenmünde. Herrlich. So. Dann gehe ich jetzt gleich mit der Fähre rüber. Na schön. Ich glaube, die Fähre ist sogar kostenfrei. Hier schon da. Ah, da fährt auch gerade einer los. Ah, nicht in der BRD. Münde. Ankommen! Yeah. So, runter geht's. Auf das Travemünde, ne? Ja, ist doch nochmal schick hier, oder? Ah, die Hafenpromenade. Boah, geht hier ein Wind. Die Hafenpromenade. Was? Fernverkehr links? Ja, dann fahr ich auch mal Fernverkehr. Oh, genau jetzt laufen wieder 20 Leute. Hübsch. Wow. Schöne Promenade. Hammer. Nett. Wo fahre ich denn lang? Soll ich mal reinfahren? Ich fahre mal kurz rein. Aber ich glaube, das ist nur die Hafenpromenade, die hier so spannend ist, oder? So, und das Gierschlein, ne? Muss ja auch mal drauf haben. Da kommen wieder ein paar Radfahrer. Ja, nett. Ich fahre nochmal zurück. Ah, das ist auch ein Radreisender. Ein junger Mensch war, oder? Jetzt fahre ich auf dieser Rumpelstraße auch nochmal durch. Um dann nochmal ein, zwei süße Fotos von der Promenade zu machen. Oh, aber sehr schräg hier. Oh, ist gut. Ich fahre aber durch eine ganze enge Gasse. Aber spannend. Cool. Hallo. So, nochmal ein Rundblick. Fährhafen. Ja. Travemünde. Ja, schicke Promenade, aber das war's, ne? So, halb eins schon, Leute. Boah, bestimmt noch 25 Kilometer bis Lübeck. Bestimmt erst so um 3 Uhr oder so. Ich wollte vormittags da sein. Das ist doch eh Latten egal. Nach Hause geht sowieso. Also bevor ihr vergesst zu erwähnen, da war vorhin die 12. Fährfahrt, wenn mich nicht irre, auf der ganzen Reise. Und wohl die letzte. Bisschen Gewusel hier rauszufinden. Ey. Fußgänger laufen wie die wollen. Fahrradweg, egal, quer drüber, die gucken nicht, nix. Die laufen einfach. Oh Gott, der nächste. Oh je. Yeah. Nein, 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 nein. Ja. Auf dem Fahrradweg, ey. Affenärsche. Entschuldigung, aber ist doch wahr. Wo fahre ich jetzt endlich? Lübeck, ja. Das sieht gut aus. Boah, raus hier. Ist ja schrecklich. Ja. Wer gedacht hat, geht flach weiter, der fühlt sich getäuscht, Leute. Ja. Tempo 9 bis 10. Wahnsinn. Ja, Lübeck, Kiel. Hoffentlich. Nicht zu fassen, ne? Selbst auf dem letzten Stück noch verfahren. Muss ich nochmal zurück 500 Meter und dann rechts abbiegen. Kann ich wieder rein, das Gewusel, ey. Und ein Verkehr hier, ne? Wahnsinn! Warum überholt er mich nicht? Fahrradweg hier. Irre. Hab mich da glatt verleiten lassen von dem Scheißschild nach Lübeck da. Oh, das war Hauptstraße, ey. Kommen schon wieder Wolken da oben. Oh ne. Muss das denn sein?
Einmal einen Tunnel durch und jetzt wieder hier hoch. Oh, nee. Ein netter Fahrradweg hier. Neben der Hauptstraße. Problem ist, guckt euch das mal an. Das kann doch nicht sein, kurz vor Schluss von Lübeck. Nochmal hoch da. Hoch, 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 hoch. Fliegende Nonnen. Leute, guckt mal, wie das hier hoch geht. Nicht zu fassen. Na, die lassen sich schön rollen, ey. Mit dem Wind. Was haben wir denn hier schön? Das Orchideenzucht. Wow. Ah, die Klauen. Boah, immer noch hoch. Panoramaweg, ja danke. Ich brauche kein Panoramaweg. Junge, 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 geht das hier hoch. Das ist doch nicht zu fassen. Hey, hey. Boah, ich kann nicht mehr. Oh, ich bin hier von mal oben, ne? Nein, genau, da sehe ich doch. Wahnsinn. Mein Gott, quälen die mich hier auf den letzten 25 Kilometern, Leute, ey. Ja, Fahrradweg wieder Ende. Ja, super. Kübnitz 4,2. Leck Arsch. Das war aber kein Fahrradweg mehr. Junge, Junge, ging das hoch hier. Wenn das der Panoramaweg ist, ne, frage ich mich, wo bleibt der Panorama? Boah, Leute, es geht immer noch hoch. Bin auch nicht mehr ganz so stark. Da ab in den Wald, mal gucken, was dahinter kommt. Dieser Anstieg. So geht. So, das wird Panorama sein. Ja, Pferde, Vögel. Sehr schön. Häuser, Radweg. Und immer noch bergan. Nicht zu fast ein Radreisender sein. Hallo? Oh Gott, so ein Schnelltrampler. Guck nicht rechts, nicht links. Der Helm nimmt dann sowieso die Sicht. Egal. Oh, ich dachte, wir wären Radreisender. Nee, nicht wirklich. So Leute, endlich mal flache Strecke. Ich komme hier nicht mal gut voran mit 19,5. So, Küglitz müsste jetzt kommen, dann mache ich Pause. Dann habe ich auch fast wieder 10 Kilometer gefahren. Ja, sagen wir noch. Hansestadt, Lübeck, Stadtteil Küglitz. Das ist wohl der letzte Ort vor Lübeck auf dieser Reise, meine Lieben. Da hinten sehe ich irgendwie eine Tankstelle. Das dürfte meine vorletzte Pause sein auf dieser ganz langen Radreise. So Leute. Lübeck 10 Kilometer. Entweder ist das die letzte oder die vorletzte Pause. Ich glaube, es ist die vorletzte. Oder? Und nochmal eine Tankstelle. Vielleicht noch einmal Handy aufladen, wenn ich Glück habe. Schauen wir mal. Letzte Runde, letztes Glück. 10 Kilometer. Alles wieder auf Null. 10 Kilometer war die Autobahn. Da darf ich nicht fahren. Ich muss einen großen Bogen schlagen. Und das sind 18 Kilometer. Hier dieser Fahrradweg. Also als Fahrradweg ausgeschilderter Weg, so. Naja, dann doch noch eine Pause, war nicht die letzte. Und ich vermute mal, dieser wunderschöne Waldweg wird hoch und runter gehen. Ist nur eine Vermutung. Oh nee, ey, zum Schluss nochmal. Schweinerei. So, da stand jetzt 8,8 Kilometer. Ja, was denn jetzt? Auf Dreck. Dreckiges Schild. Aber das wird stimmen. Da habe ich mich wohl irgendwie verlesen. Wohin? Mit 18. Ja, etwas sonderbar, aber ist so. Hier geht ein Shuttlebus nach Lübeck ins Zentrum durch den Tunnel durch. Das heißt, ich werde jetzt gleich hier hoffentlich mit meinem Fahrrad und dem dicken Gepäck da einsteigen können und dann mit nach Lübeck genommen werden. Ich hoffe. Sonst müsste ich nicht wieder hinkommen. So, jetzt bin ich im Shuttlebus. Da ist noch ein Fahrrad. Mein Fahrrad steht hier. Schön festgemacht. Ja, und jetzt geht's durch den Tunnel. Diesen Shuttlebus. Anders geht das nicht. Nach Lübeck. Okay, das mit dem Transferbus war jetzt gut. Mir hat die Frau mir gerade erklärt, ich muss in die Richtung erstmal fahren, über die Brücke hier rüber. Und dann in die entgegengesetzte Richtung und nur noch geradeaus und dann sei ich in Lübeck. Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich hoffe, die hat
recht. Lübeck 6 Kilometer. Na, da bin ich ja mal gespannt. Weil da oben wird schon wieder bedrohlich dunkel. Das muss nicht sein, auf den letzten Metern noch nass werden. Die Autofahrer müssen tatsächlich eine Tunnelgebühr bezahlen. Hallo. Aber ich nicht. Etchi Batch. So, geradeaus, 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 geradeaus. Immer der Hauptstraße entlang, hast du gedacht. Okay. Gute Fahrt. So, die letzten 5 Kilometer, wenn alles gut geht, Leute. Und dann habe ich den Kreis geschlossen. Dann wäre ich in Lübeck. Und jetzt bitte nur noch bergab und kein Berg mehr hoch. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr. So Fahrradwege hätte ich immer haben müssen. Aber nicht den Verkehr. Aber den hatte ich ja oft genug. Gelle. So, ich glaube, vor dem Schild mache ich mal ein Foto. Wenn da jetzt nicht irgendwie wieder ein Ortsteil draufsteht. Aber das glaubt ihr aber nicht, ne? 3 Kilometer vor Schluss, ne? Fängt das wieder an zu tröpfeln. Und der Wind geht wieder. Boah, Leute, ich glaube, ich fass das nicht, ey. Also, wie gesagt, fängt an zu regnen und nochmal ein dreckiger Anstieg. Noch einmal. Das ist nicht zu fassen. Es ist nicht zu fassen. 1,4 Kilometer vom Ziel fängt das an zu sauen. Und wie? Das ist doch nicht zu fassen. Da hinten ist mein Ziel. Da hinten schließt der Kreis. Und jetzt regnet er gerade in Strömen. Leute, ich bin da. Leute, ich bin da. Leute, ich bin da. Lübeck. Achtung, 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 Achtung. Nicht halt die ganze Straße. Leute, ich bin da. Leute, ich bin da. Das ist nicht das Lübecker Tor, aber ein anderes. Auf jeden Fall ist das Lübeck. Ich fahre jetzt da durch. Und dann schließt sich der Kreis. Gucken alle nicht. Oh, ja, kein Platz, ey. Affenarsch. Lübeck. Lübeck, 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 Lübeck. Ah. Lübeck. 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 Lübeck am Marzipan. Ist das hier der Markt? Keine Ahnung. Fahren wir um die Kirche rum. Ich muss mich ins Trockene stellen, Leute, das wird mir zu nass hier. Ja, scheinbar ist das hier richtig. Reicht hier eigentlich? Zentrum? Ich weiß das gar nicht mehr. Oh Gott. Wow. Auf jeden Fall zähle ich mal noch ein bisschen. Alles zugebaut, ey. Boah, wie ich das hasse, ne? So, ist mal der Zahnstück hier. Leute, ich glaube, ich mache gar nicht in Lübeck, ne? Kann das sein? Natürlich geht es hier wieder den Berg hoch, ist ja logisch. Oh, gleich bin ich am Markt. Ne? Alles Lübeck. Leute, halt einfach mal drauf. Schöne Stadt, weg Meermarsch. Und es regnet. In Strömen, aber es regnet verkackt. So, bin abgestiegen vom Fahrrad. Bin noch nicht am Zielort. Aber ich mache hier einfach nochmal eine Aufnahme. Ja, irgendwie ist beendet für mich. Gucke ich nur noch, wo der Bahnhof ist. Und dann tschüss. Dann war es mit dieser Reise. Ich stehe mitten in Lübeck, mitten im Regen. Dann mache ich mal Kamera sauber. Mitten im Regen. Und habe diesen faszinierenden Blick hier. In der Stadt von Lübeck auf dem Marktplatz. Ich glaube, da hinten ist das Stadttor, ne? Kann das sein? Ich glaube wohl. Da muss ich lang zum Bahnhof. Ja, alles Lübeck, ne? Lübeck, Lübeck, Lübeck.
Lübeck, Lübeck. Lübeck war auch schön. Und Leute, hier sind wir wieder. Und jetzt bin ich endgültig wieder an der Stelle, wo ich schon mal war. In der sauberen Kamera geht das besser. Hier sieht sich der Kreis. Noch einmal Lübeck hat Tor, meine Lieben. So, muss nur noch geradeaus. Irgendwie ein bisschen rechts halten, dann bin ich am Bahnhof. Leider regnet es immer noch. Der Himmel weint vor Freude, dass ich meine Radtour erfolgreich beendet habe. Also so ziemlich, ich bin ja noch nicht zu Hause. Mein Bismarck. Ja, da hinten ist der Hauptbahnhof. Der Hauptzug. Hauptbahnhof. Mein Gott, sind die letzten 100 Meter noch irgendwie den Berg an. Hier nehme ich euch mit. Bin da. Schaut doch nicht hier. 15:15 Uhr, meine Damen und Herren. Ne, 15:17 Uhr. Ich bin Lübeck Hauptbahnhof. So, jetzt im Abzug von Lübeck nach Hamburg. Anguckt, da gibt es 16:24 Uhr. Steht sicher, irgendjemand hat auch seinen Roller dagegen gestellt. Das tut mir nicht. Und ich fühle mich ganz gut, habe auch nette Unterhaltung gegenüber mit Menschen, der auch ganz, 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 ganz fahrradorientiert ist. Später.